Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute feiert die Kirche das Fest des heiligen Thomas. Und sobald wir den Namen Thomas hören, dann denken wir auch schon gleich Zweifel. Dann denken wir Unsicherheit. Ja, Zweifel und Unsicherheit gibt es oft in unserem Leben. Und heute werde ich nicht ein Evangelium zum heiligen Thomas kommentieren, sondern ein anderes Evangelium, das normalerweise an diesem Tag gelesen würde, wenn nicht das Fest des heiligen Thomas wäre. Es geht um die Berufung eines Zöllners, eines Mannes also, der von seinen eigenen Landsleuten verhasst war, weil er die Zölle und die Steuern für den römischen Kaiser eingesammelt hat. Und es kann schon gut sein, dass er manchmal auch gemogelt hat. Und Jesus kommt jetzt vorbei an dieser Zollstelle und er sagt, sieht Matthäus am Zoll sitzen und sagt, folge mir nach. Wie kommt Jesus dazu, einen Menschen zu berufen, an den wir nie denken würden, wo wir sagen würden, ja, der hat so viel Unrechtes getan, der hat so viel Negatives getan, der ist nicht gerecht. Jesus, wie kommst du nur dazu? Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen uns langsam immer mehr an das Herz Gottes, das Herz des Vaters, an das Herz Jesu gewöhnen. Jesus sieht das Potenzial. Er sieht die Möglichkeiten in jedem Menschen, wo immer sie auch verschüttet sind, diese Möglichkeiten. Er sieht sie noch. Und er sieht auch diese Möglichkeiten bei uns. Und ist es nicht oft so, dass wir nicht nur über andere Menschen denken, wie kann er sich nur mit diesen Menschen aufhalten? Jesus, wie kannst du nur mit diesen Menschen nahe sein? Sind wir nicht manchmal auch an uns selbst verzweifelt, haben unsere Zweifel an unserem eigenen Wesen, an unserem eigenen Leben? Liebe Brüder und Schwestern, es ist so leicht zu urteilen, so wie die Schriftgelehrten dann sagen, als Jesus zu Matthäus geht und viele Sünder und Zöllner, heißt es hier, mit Jesus zusammen essen. Sie sprechen dann mit den Jüngern. Sie reden nicht direkt mit Jesus. Hätten sie Jesus direkt gefragt, hätte ihnen auch direkt die Antwort geben können. Aber Jesus ergibt eine Antwort und er sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus hat gesehen, wonach das Herz des Matthäus sich gesehnt hat, hat gesehen, dass in seinem Herzen viele Wunden geschlagen waren. Und wahrscheinlich war vieles in ihm vergraben, schon in Gewohnheit, dass er überhaupt nicht mehr gespürt hat, was in seinem Leben alles so verletzt war. Auch von all dem, was die Menschen über ihn gesagt haben und sagen konnten. All das, was er über sich selbst gedacht hat. Wahrscheinlich hat er gesagt, so wie viele von uns, ich kann damit leben. Vielen geht es noch schlechter als mir. Liebe Brüder und Schwestern, in diese Situation kommt Jesus hinein und er legt den Finger nicht nur auf deine Wunden, das tut er auch, aber er legt seinen Finger vor allem auf die Möglichkeiten, die er selbst dir gegeben hat. Und wenn wir von Jesus wissen, dass er alle Lasten, alle Sünden getragen hat, dann dürfen wir zu Jesus kommen, so wie Thomas. Und Jesus sagt, komm Thomas, leg deinen Finger in meine Hände, in meine Seite und glaube. Und so können wir auch sagen, zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich lege jetzt meine Zweifel in deine Wunden. Meine Zweifel hast du auch getragen, da wo ich unsicher bin, da wo ich verwirrt bin. Herr Jesus, ich lege es jetzt in deine Wunden. Und ich will glauben, dass du alles getragen hast. Und ich will noch mehr glauben, dass die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die Talente, die du mir gegeben hast, dass du sie aufdeckst und dass du mir die Kraft gibst, die Hilfe gibst, damit zu arbeiten. Danke, Jesus, dass du auch mich berufst, ein Jünger zu sein und dass du nicht auf unsere Sünden schaust, sondern dass du auch auf meinen Glauben schaust. Dazu möge der Herr uns segnen an diesem Tag, auf die Fürsprache des heiligen Thomas, der wahrhaft auch ein großer Apostel war,
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Uns allen einen gesegneten Tag.